Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Diablo 3, denn es ist wieder Zeit in die verfluchte Feste. Ich glaube, das wird auch der Titel dieser Story. Ich bin Ascilla, einst Gemahlin meines geliebten Leorix. Meine Diener und ich wurden Opfer seines Wahnsinns. Nun gebe ich euch meinen Segen, Held, um mein Gefolge von seinem ewigen Leid zu erlösen. Okay. Dann gucken wir mal. Motherfucker. Hallo, 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 hallo. Die Götter haben beschlossen, mich von meinen Qualen zu erlösen. Jupp. Die Elektrokacke jetzt wirklich so viel? Das ist hier die Frage, ne? Ich werde dann so ein bisschen so ein Pferd anführen, ne? Dann sei den Göttern! Na, ich? Die Zocke buh. So. Komm mit, ihr Kinderlein, komm mit. Den Anschein, dass es am Anfang sieht es immer irgendwie ganz nice aus, aber dann entpuppt es sich irgendwie nicht allzu effektiv. Dazu. Ah, da. Okay, okay. Ich glaube, dann haben wir auch schon fast. Nee. Die Götter haben beschlossen, mich von meinen Qualen zu erlösen. Die Götter nicht. Ich, mein Freund. Ich. Ich, du kleiner Wurmbock. Ich ganz alleine. Hm.
ganz alleine war das gewesen. Scheiß hier drin. So. Freiheit! Nach so langer Zeit! Freiheit! Yep. Genieße sie. Es ist jemand unter uns! Dank sei den Göttern! Ich bin frei! Ich danke euch, edler Held. Meine Diener sind kein Problem. Ist der Fluch lastet weiterhin auf diesem Ort. Macht den Wärter in der Mitte des Felsens. Ich weiß, der Typ in der Mitte hier. Knut! Wir nennen ihn einfach mal Knut. Komm her, Knut. Bin ich denn der Einzige hier? Muss ich alles selbst machen? So, ich weiß nicht. Stellt euch und füßt hinten! Juhu! Okay, ich glaube, ich bleib doch bei der Variante jetzt hier. Guck mal hier, noch wieder besser. Wow. Ich glaube, ich bleib doch bei der Variante, weil hab ich gerade gemerkt, hier ist besser. Okay, bei einzelnen Angriff mache ich dann. Mein König, die Gefangene ist bereit, so wie ihr verlangt habt. Hab Dank, Lazarus. Eure Loyalität ist von unschätzbarem Wert inmitten all dieser Verräter. Und ihr, meine Liebe, meine eigene Ehefrau und Königin, die ihr ein Komplott gegen unser Königreich geschmiedet habt. Mein Liebster. Ich schwöre, ich habe euch nie hintergangen. Leben bis zum Schluss. Ah, ich glaub ja nicht. Der Zeitpunkt für das wahre Erwachen meines Herrn steht unmittelbar bevor. Dieser Narr Leoric konnte ihm nur widerstehen, weil er noch nicht über seine volle Macht verfügte. Nun, da die Königin als Verräterin ausgeschaltet ist, kann ich mich voll darauf konzentrieren, den Jungen für die Ankunft meines Herrn vorzubereiten. Okay. Nur Geduld. Ich habe jetzt gerade gar keine Ahnung, welchen Jungen er meint. Ich sag mal, diese Dinge halt sind aber auch extrem nice. Blendpulver! Bis. Brennt im blauen Licht meiner gestillten Supermanneskraft. Ja. Juhu. Noch nicht. Verbrennt im Licht. Ey, es ist echt zum Kotzen, liebe Leute, Alter. Angeblich hier fettes Event, 100% Chance auf legendäre Items und es ist Muzzleturm. Bravo! Ein Scheißdreck ist hier. Ich habe endlich den dunklen Einfluss abgeschüttelt, der mich überwältigen wollte. Und sehe die Dinge nun vollständig klar.
Diese Verschwörung der anmaßenden Dorfbewohner, die mich durch Albrechts Entführung schwächen wollten, wird Konsequenzen haben. Vielleicht werden sie vernünftig, wenn sie die Köpfe ihrer Frauen und Kinder aufspießen sehen. Ich weiß ja nicht, ob das der richtige Weg ist, mein Freund, aber ich weiß eins. Halt den nicht wieder, die da den richtig büßen müssen. Und geht mir erstmal hier aus dem Weg. Mann, wo muss ich denn lang, Alter? Ist doch hier schon wieder wie verhext. Oha. Diese lustigen Anspielungen. Der Hex. Das bringt es irgendwas aus. Guck mal, die kommen schon angelaufen und das ist das Licht. Sie sind wie die Motten. Sie wollen in das Licht. Ich hab jetzt. Ah, okay. Okay, hier wird natürlich nichts. Okay, jetzt hier lang. Es war ja fast wie bei der anderen. Da! Ein Goblin! Du bleibst hier! Yeah! Ja, leck mir im Arsch, nicht mal der hat irgendwas, Alter. Er ist doch. Das ist doch Uhrenkacke, ist das doch. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber das ist doch einfach, doch scheiße, Alter, wenn ich hier angeblich 100% Drop-Chance auf legendäre Items haben noch soll. Noch nicht bereit. Ja, noch nicht bereit. Wo sollen die denn kommen? Wenn ich sogar beim Goblin, ja, beim Schatzgoblin. Wirklich da runter? Angst? Nein, ich hab mich nur gefragt, warum ihr so lange braucht. Was? Lea ist sicher zurück in Tristram und heult sich über der Leiche des alten Mannes die Augen aus dem Kopf. Schon bald wird sie wegen noch jemandem weinen können. Deinetwegen. Ich darf vorstellen, der Schlechter. Ach, der Schlechter. Mit schlechten Spielern kenne ich mich aus. Ist? Das mache ich doch nicht einen auf wilden Hund. Zwei legendäre Items, Alter. Und ich bin ja mal echt gespannt, ne?
Was das sein will, Bannersiegel. Die Wahrheit über den schlechten Dämon war um einiges schrecklicher, als ich jemals erwartet hätte. Ja. Offensichtlich gibt es in den brennenden Höllen viele von ihnen, obwohl sie einst einzig und allein... Sie quälen unseren Freund! Ach shit, also so kann man also sich nicht teleportieren, einfach mal so. Ist natürlich ein bisschen scheiße. Ja, nein. Engel, nehmt euer Schwert. Genau. Ein Schwert. Ja. Jetzt erinnere ich mich. Ja. Ich war ein Erzengel der hohen Himmel. Ich war die Verkörperung der Gerechtigkeit. Ich war... Ich bin... Tyrael. Genau. Das bist du, mein Freund. Ihr habt meinen Geist wiederhergestellt, Freund. Und nun erinnere ich mich, wovor ich euch warnen wollte. Belial und Asmodan, die letzten Herrscher der Hölle, entfesseln eine Flut der Dunkelheit, die diese Welt ertränken wird. Schon jetzt ist Belials Schatten über Chaldeum gefallen. Dann werde ich nach Chaldeum gehen und bei Belial vorstellig werden. Wir müssen schnell handeln. Lasst uns nach Tristram zurückkehren und uns vorbereiten. What the hell? Habt ihr das gesehen, Alter? Mit dem Teil? Das ist ein Einhandteil und ich krieg, Alter, 54 Schaden. Das ist der Burner, ist das. Ich glaube, er wohl ein Spatz pfeift, Alter, von den Dächern. Der Rest ist leider nicht mehr so prickelnd. Oder noch eins. Das Schild ist ein bisschen besser. Ich glaube, ich kann jetzt aber auch schon wieder zu Hause ein neues Schild machen. What the hell? Also, das... Okay, ich hab mal was Legendäres, Tolles gekriegt. Ich sehe euch an, dass ihr keine Ruhe geben werdet. Ihr wollt hören, was mit meinem Vater geschehen ist. So ist es. Ja. Nun gut. Mein Vater bemühte sich, die Gerüchte über meinen Großvater zu zerstreuen. Doch niemand hörte auf ihn. Eines Nachts, eine Woche später, kamen wahnsinnige Flüchtlinge aus Tristram, um Rache zu üben. Ich erinnere mich daran, wie mein Vater schrie, wir sollten fliehen. Und ein bösartiges Gelächter. Viel davon. Kurz bevor Justus mich aus dem Fenster schob, konnte ich sehen, wie mein Vater über die Treppe auf mich zukroch. Mit zwei Dolchen im Rücken und einem dritten, der ihm aus der Kehle baumelte. Er hat euch gerettet, Hedrick. Was bedeutet das einem Kind, dessen Vater tot auf der Treppe liegt? Ach, das stimmt. Das ist nicht immer prickelnd einfach und wir werden mal die gelben Teile, werden wir mal die blauen, ne, die gelben werden wir entrümpeln. Die wir können. Vielleicht nochmal das blaue. Und die anderen verkaufen wir. Also von den blauen, da brauche ich glaube ich nicht noch irgendwelche Mistdinger. Da müssen wir erst noch den Dings rausholen. So. Okay. So, bevor wir jetzt hier gleich weitergehen, will ich nur ganz kurz gucken. Hier, lehrt den Schmied, wie er einen legendären Daibo anfertigt. Wunderbar. Kann ich natürlich auch gebrauchen, weil... Genau. Templer tragen natürlich Daibos, weil das natürlich nur für... Manches ist es wieder so ein Ding, aber es ist ein, ein Rezept und das bringt's eigentlich immer. Ja? Also von daher ist das Ding immer ganz gut. Ich glaube mal jetzt von hier werden wir nichts Besseres jetzt mal hinkriegen. Wir gucken mal hier kurz, ob wir da noch was Besseres herkriegen würden. Wir könnten sogar hier sogar noch ein bisschen was Besseres bekommen. Dann natürlich jeweils dann auch noch zwei Sockel kommen. Müssen wir mal schauen.
Eigentlich sind zwei Sockel schon ex. Ich hab nichts gesagt. Freunde der Umarmung, ich hab nichts gesagt. Manchmal geht's, ne? Vielleicht haben wir jetzt wieder Glück. Nee, diesmal haben wir kein Glück. Wir rollen mal noch ein bisschen. Weniger Schaden. Obwohl dort mehr Schaden drauf ist. Mehr Stärke, komischerweise. Durch den Sockel. Aber wenn wir den Sockel wieder rausnehmen, ist da eh Ende im Schacht. So. Dann gucken wir mal hier. Das ist ja sowieso nur für den Typen. Das ist Level 9 geblieben. Das ist Level 21 geblieben. Das ist Level 15. Da sind wir sowieso noch besser. Yep, da können wir nämlich auch schon ein neues Schild machen. Wunderprächtig. Sogar mit einem Dings. Aber es bringt wieder weniger Stärke mit sich. Wir würden wieder 44 Stärke verlieren. Obwohl wir da ja wieder einen Sockel mit Stärke reinmachen könnten. Uiuiuiui. Das ist gewährt 2 Leben pro verbrauchten Zorn. Ist eigentlich auch nicht so pralle. Wir versuchen es einmal nochmal. Kriegen wir eins ohne Sockel? Nee, das ist scheiße. Denn nochmal. Ist ja nicht so, dass wir nicht genügend hätten. Siehste, da haben wir jetzt eins gekriegt, wo wir jetzt sogar noch mehr Stärke haben. Wunderbar, prächtig, mächtig. So, dann haben wir hier, das ist 18 geblieben, 22. Von dem, nee, brauchen wir nicht. 15, 15 ist das geblieben. Und das letzte, die Stiefel sind 16. 20 und das ist sowieso Egalometer. So, dann doppeln wir die Dinger hier mal. Das können wir nicht. Dann gehen wir hier mal ran. Und geben den mal da wieder. Oh, warte, das ist auch einer. Und dann mal hier den Lilan wieder. Denen auch. Dann müssen wir ganz kurz zu dem Typen hingehen. Also wenn ich kann so solche Aktionen zum Beispiel auch überspringen, wenn ihr das nicht unbedingt jetzt miterleben wollt, ist ja nun auch nicht gerade so prickelnd. Von daher könnte ich das sogar verstehen. So, jetzt gucke ich noch ganz kurz, ob wir hier vielleicht noch irgendwelche herstellen. Bam. So. Dann gucken wir jetzt mal ganz schnell. Also wie gesagt, schreibt es in die Kommentare, wenn ich solche Dinge wie, entschmieden, wenn es ein bisschen länger dauert oder ausrüsten oder so, ob ich sowas überspringen soll. Das müsst ihr dann einfach mal in die Kommentare schreiben, dann kann ich sowas auch unter Umständen mal überspringen. So, das wollten wir ja noch entschmieden, das wollten wir verkaufen. So, dann gucken wir mal, was machen wir denn jetzt in die Hose denn rein? Das ist, was bringt uns da denn jetzt wieder? Geschicklichkeit, ne, Geschicklichkeit brauchen wir eigentlich nicht. Uns ist alles so irgendwie wichtig mit Stärke. Ich denke mal. Und wir bräuchten noch ein paar rote Sockel, Alter. Es ist. Die tun wir mal da oben rein. Und dann würde ich sagen. Geschicklichkeit brauchen wir nicht so viel. Verdammte Scheiße, Alter. Den machen wir dann auch noch. Da jetzt mit rein. Der bringt jetzt nur noch. Da oben. Achso, was bringt das? Was war das nochmal? Erhöht den Bonus, Erfahrungsbonus, okay. Und in die Dings machen wir denn Widerstandsarten, ne? Oder zwei so eine Dings, dann sind wir gegen Widerstandsarten da richtig gut, Jetzt
so eine Dinger ran. Gegen Widerstände kann man auch nicht oft genug, ich kann es euch nur sagen, kann man nicht oft genug resistent sein. Weil gerade wenn man in diesen grünen Scheißdingern da drinne steht, das ist es manchmal so ätzend, da wieder rauszukommen, und du verlierst da so, so donnermäßig an. Die Zeit wird knapp, Freunde. In eben diesem Moment wächst Belials Einfluss in ganz Caldeum. Aber wie sollen wir ihn aufspüren? Das ist gar nicht nötig. Magda und ihr dunkler Zirkel werden uns direkt zu ihm führen. Ich gehe nirgendwo hin, bevor Onkel Deckard seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Der Kreuzzug geht weiter. Aber wir müssen unsere Toten ehren. Ich habe eine Karawane angefordert, die uns nach Osten führen soll. Sprecht mit dem Karawanenmeister, sobald ihr bereit für den Aufbruch seid. Wir kümmern uns dann um Kane. Wer sind Belial und Asain? Belial, dieser Tag. Okay. Sollen wir nach Caldeum aufbrechen? Auf jeden Fall! Und ab geht's! Der letzte Hoadrim-Erfolg. Ich dachte, jetzt kommt noch ein Video, Alter. Wir sind in dem zweiten Akt, liebe Freunde. Lasst uns gemeinsam Ehre finden. Ach so, nee. Entschuldigung. Suchen wir zusammen unser Glück. Yep. So, man soll ja einmal mit den Lieben reden. Ich lasse das jetzt mal so ein bisschen überspringen. Da kriegt man dann auch Achievements. Also von daher rede ich auch immer ganz gerne noch mit denen. Wir sind schon ähnliche so, Gedanken. Hey, verehrter Herr, yep. Ich habe ein paar neue Waren. Ihr solltet, genau. Ich habe gehört, ihr seid aus Tristram hierher gekommen. Meine Familie kommt von dort. Diese Gegend ist wirklich vom Pech verfolgt, nicht? Können wir uns noch nicht leisten, ist ein bisschen teuer. Und Reparatur brauchen wir im Moment nicht. Da wären wir. Caldeum. Das Juwel des Ostens. Onkel Deckard hat diesen Ort geliebt. Echt? Das würde er jetzt nicht mehr. Da Caldeum nun unter Belials Bann liegt. Dem Herrn der Lügen. Ich kann seinen Gestank in der Luft riechen. Ihr zwei findet heraus, wo sich Belial aufhält, während ich Magda aufspüre. Euer Onkel wird gerecht werden, Lea. Jo, auf jeden Fall. So, und damit würde ich sagen, ist jetzt die Folge für heute auch erstmal zu Ende. Ich weiß gar nicht, kann ich nicht mein Dings irgendwie so, mein Knüppel, wollte ich gerade sagen, kann ich den nicht irgendwie so rausholen oder so? Ach, glaube ich nicht, ne? So, aber der ist doch schon mal richtig prächtig nice, und ich denke mal, für diese Folge haben wir wenigstens etwas ein legendäres Item gekriegt. Meine Güte nochmal, Gott sei es gedankt. Also, wir schauen in der nächsten Folge, was uns der Bazar von Caldeum so alles so zeigen tut. Also, bis dahin, liebe Zockerfreunde, und genießt das schöne Wetter, falls ihr es auch habt. Also, bis dahin, ciao, ciao.